Erst kam die Rallye nach dem Fed-Statement, dann kam Fed-Chef Jerome Powell und killte eben diese Rallye. Was da passiert ist, was es bedeutet, dass wir wahrscheinlich jetzt doch nochmal neue Tiefs sehen werden bei den Indizes, bevor wir dann einen Boden ausbilden, weil die Fed wahrscheinlich bei der nächsten Sitzung deutlich netter und gnädiger zu den Märkten sein wird, so eine Art vorweihnachtliches Geschenk. Aber bis dahin dürfte der Schmerz noch größer werden, denn eins ist klar, Paul hat klar gemacht, dass er nicht hawkisch, sondern noch hawkischer geworden ist. Und das haben sich die Märkte anders vorgestellt. Eins nach dem anderen. Warum sind die Märkte gestiegen? Die Fed hat erstmals praktisch gesagt, ja, wir sind so weit, dass wir jetzt die Auswirkungen unserer bisherigen Straffungsmaßnahmen der Geldpolitik berücksichtigen werden. Ergo also die Wirkung der Zinsen, die wir bisher angehoben haben, erstmal uns genauer anschauen und eben auch die Wirkung der Bilanzreduzierung. Das, wie gesagt, ist das erste Mal, dass die Fed darauf hingewiesen hat, ja, Zinsanhebungen wirken ja zeitverzögert, das wollen wir ein bisschen abwarten. Das bedeutete faktisch, dass man die nächsten Zinsschritte wohl kleiner machen wird. Und die Märkte haben sich gesagt, das ist schick, das ist der Pivot, den wir hören wollten von der Fed, trotz dieser 0,75% Zinsanhebung, die ohnehin klar war. Aber dann kam der Jerome und hat zwei Sachen gesagt. Rates will be higher than previously anticipated. Also die Zinsen werden wohl höher steigen, als wir das zuvor gedacht haben. Einerseits, und es wäre voreilig, jetzt schon davon zu sprechen, dass wir die Zinsen bald nicht mehr anheben. Man könnte also sagen, das Ganze war zunächst Zuckerbrot, dann Peitsche. Zuckerbrot, Zinsen werden vielleicht nicht mehr so schnell steigen, weil wir mal gucken wollen, wie unsere bisherige Politik wirkt. Und dann kam die Peitsche, ja, die steigen vielleicht nicht mehr so schnell, aber sie steigen höher, als ihr vorher gedacht habt. Und das ist sozusagen dann der ultimative Stimmungskiller für die Märkte gewesen. Hier sehen wir nochmal, wie er zum Beispiel vom Dezember sprach und sagt, ja, da werden wir dann eine Diskussion haben über die Zinsen und hat praktisch angedeutet, ja, das dürfte wohl nicht nochmal 0,75% werden, aber dann vor allem auch dieser Satz, very premature to be thinking about pausing. Wir haben nicht mal drüber nachgedacht, über eine solche Zinspause, so Paul. Das hat den Märkten überhaupt nicht geschmeckt. Und dann kam der entscheidende Moment in der Pressekonferenz. Da fragte ein Journalist, naja, guck mal, die Aktienmärkte reagieren ja positiv auf das Statement. Und das war ja auch richtig. Die Aktienmärkte sind zunächst ja deutlich gestiegen in Reaktion auf das Statement der US-Notenbank. Aber da fühlte sich dann Paul auf den Schlips getreten, die Futures waren dann schon, oder die US-Aktienmärkte waren dann schon ein bisschen runtergekommen, nicht so viel, aber dann merkte man, wie ihn das sichtlich ärgerte, diese positive Marktreaktion, also sagte er, hier, Leute, es ändert überhaupt nichts an unserer Politik. Wir sind absolut committed. Da hat er gesagt, wir denken überhaupt nicht drüber nach, haben nicht mal drüber nachgedacht, darüber zu sprechen, hier eine Pause zu machen. Wir sind absolut committed, unseren Job hier zu erledigen und werden nicht den Fehler machen, sozusagen zu früh dann den Fuß vom Bremspedal zu nehmen. Und das hatte die Rallye dann gekillt, eben zusammen mit dieser Aussage, dass die Zinsen wohl höher steigen werden. Damit meint Jerome Powell die Terminal Rate, also praktisch den Hochpunkt, den Gipfelpunkt der Zinsen, den hat er gestern nach oben geschoben. Und das ist das, was die Märkte richtig nervt, denn dieser Hochpunkt der Zinsen ist wichtiger als langsamere Zinsschnitte bis zum Hochpunkt. Das ist wie wenn du auf einen Berg besteigst und dann die Möglichkeit hast, vielleicht kleinere Schritte zu machen, was weniger Kraft kostet, aber auf der anderen Seite siehst du, dass der Gipfel immer weiter nach oben geht, auf den du da noch klettern musst. Das ist sozusagen das Bild, das man hier verwenden könnte. Wir sehen die Reaktion vor allem beim Russell und beim Nasdaq, starke Abgaben, auch Dow Jones und S&P im Minus. Hier sehen wir mal den Kursverlauf.
etwa beim Jones, dem bisherigen Highflyer oder dem Highflyer der letzten Tage und Wochen. Zunächst noch weiter nach oben, ziemlich genau bis zu 33.000. Trendkanallinie ziemlich genau, Bums, dann abgeprallt, dann zittrige Erholung, wie Rüdiger Born sagen würde, auch wenn dieser Chart, meine Damen und Herren, von Capital.com und nicht von Rüdiger Born ist. Jedenfalls sehen wir, dass die Marktreaktion in den letzten 90 Handelsminuten an der Wall Street so negativ war, an diesem Fed-Tag wie an keinem anderen Fed-Tag zuvor. Also Boom hat gemacht, hat richtig reingeknallt, hatte viele auf dem falschen Fuß erwischt. Yes, I'll pivot from hawkish to more hawkish. Das ist der Grund, warum die Märkte schlechte Laune haben. Wir sind jetzt ein bisschen überverkauft. Da sind Gegenrallys, Erholungen mal durchaus möglich. Aber die sind dann wahrscheinlich zunächst noch mal gute Verkaufsgelegenheiten. Paul hier auch mit der Aussage, wenn wir overtighten, also wenn wir zu viel machen, dann können wir nachher praktisch ja die Wirtschaft wieder stimulieren, indem wir also die Zinsen wieder senken, wenn das mal so einfach ginge. Aber gut, und wenn wir zu wenig machen, dann ist das Risiko eben, dass die Inflation aus dem Ruder läuft. Hier schreibt Bloomberg einen Artikel, Fed is still enemy number one for Wall Street Traders. Die Fed ist nach wie vor der Feind Nummer 1 für die Wall Street. Und wir sehen hier unten, die Terminal Rate Expectations sind dann deutlich nach oben gegangen nach den Aussagen von Jerome Powell. Dann auch die Erwartung, dass irgendwann die Zinsen eben auch umso deutlicher sinken müssen. Hier sehen wir mal die Wahrscheinlichkeiten für die Dezember-Sitzung, ob 0,5 oder 0,75. Hier wird die Wahrscheinlichkeit von 0,5 jetzt höher eingeschätzt mit knapp 57%. Das ist derzeit praktisch der Stand der Dinge. Dann auch wichtig, Paul wurde gefragt nach dem Soft Landing Szenario. Dann hat er gesagt, ja, ist es nach wie vor möglich. Allerdings, je stärker wir die Zinsen anheben, umso geringer wird die Chance. Also er hat praktisch klar gemacht, ja, das wird eine Rezession, das weiß ich auch. Das wird so kommen, aber es wird uns nicht von dieser Politik abhalten. Und hier hat Peter Schiff dann nochmal betont hier, ja, also damit schafft man sich schon die Möglichkeit, indem man sagt, ja, lasst uns doch mal die Wirkung unserer Politik abwarten, schafft man sich die Möglichkeit dann auch mal zu sagen, wir machen vielleicht gar keine Zinsanhebung. Also das kommt schon am Horizont so hinten ein bisschen als Hoffnungslicht gewissermaßen, aber es ist eben schlichtweg noch zu früh. Dieses Umsteuern der Fed wird kommen. Ich wiederhole da meine Aussage von gestern, aber eben noch nicht jetzt, sondern wahrscheinlich dann bei der nächsten Sitzung. Jedenfalls wird Paul wahrscheinlich die US-Wirtschaft crashen und dann wird da etwas kaputt gehen, was dann wahrscheinlich schon diesen Pivot der Fed im Dezember durchaus bringen könnte. Wir sehen hier übrigens jetzt auch die 3-monatige und die 30-jährige Staatsanleihe invertiert. Das gab es zuletzt in der Great Financial Crisis, Finanzkrise und der Dotcom-Crash. Da sind wir jetzt ein bisschen stärker invertiert als damals Corona-Crash. Da waren wir so praktisch kurz davor zu invertieren. Jetzt sind wir da invertiert mit diesem Zinskurven-Signal für Rezession. Warum ist die Fed so hawkisch? Warum ist Paul so hawkisch vor allem? Weil er die Financial Conditions straffen will. Er will also keine Party an den Aktienmärkten vorerst haben, weil er da denkt, dass dann die Inflation weiter nach oben geht. Jetzt sagt David Rosenberg, und das sehe ich ähnlich, die Fed verlässt sich auf Lagging Indicators, auf nachlaufende Indikatoren. Eben Arbeitsmarkt und Inflation, da zum Beispiel die Komponente Shelter, teilweise ein halbes bis ein dreiviertel Jahr praktisch verspätet. Das sind Daten aus der Vergangenheit, die da maßgeblich also einfließen. Und Rosenberg sagt, ja, schaut euch doch mal zum Beispiel ISM Prices Paid an, also die gezahlten Preise im ISM Einkaufsmanager Index. Hier sehen wir, wie stark das nach unten geht. Also Paul hat nach wie vor Angst vor dieser Inflation, die schon praktisch total im Sinkflug ist. Und jetzt sagt zum Beispiel ein intelligenter Kommentar auf YouTube, ja, erstaunlich, dass viele offensichtlich intelligente Leute überzeugt sind, man könne in eine solche Position gelangen wie Jerome Powell, wenn man dumm ist. Habe ich nicht gesagt, würde ich überhaupt nicht sagen. Paul macht seine Sache im Vergleich zu Frau Lagarde super gut. Die ist wirklich praktisch Kreisliga dagegen. Nur nachlaufende Parameter beobachten und alles falsch macht,
Wenn es ums Geld geht, kann den Amis niemand das Wasser reichen. Glaube ich, da ist was dran, denn sie agieren ausgesprochen clever und außerdem rücksichtslos. Ja, richtig, die Amerikaner können Kapitalismus, die Amerikaner können Geld. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, wir haben es hier mit Elfenbeinturm-Institutionen zu tun. Und glauben Sie mir, ich weiß, wie es in diesen Elfenbeintürmen aussieht. Ich war an der Uni eine Zeit lang. Das ist eine Katastrophe. Da ist man in Denkmodellen teilweise gefangen. Natürlich nicht überall an der Uni, ja, aber ich habe diese Mechanismen erlebt, wo Leute sozusagen permanent sich reproduzieren, ihre Erkenntnisse reproduzieren, in Denkschablonen verhaftet sind, die traditionell eben hergebracht sind, die in diesen Bereichen, in diesen Sektoren eben als Standard gelten, an denen man sich zu halten hat. Deswegen bin ich da völlig bei Rosenberg, dass man eben nach dieser klassischen Lehre, der Paul und die Fed anhängt, eben hier die Inflation sich anguckt, den Arbeitsmarkt sich anguckt und dann sagt, daraufhin gestalten wir unsere Politik. Jetzt gibt es dann das andere Lager, das Dirk-Müller-Lager, die sagen, ach, da geht es doch gar nicht um Inflation, da geht es doch um China. Finde ich ein bisschen weit hergeholt. Natürlich wollen die Amerikaner China als Konkurrenten niedrig halten. Das sieht man jetzt bei diesem Exportverbot für Chips. Aber wir müssen uns doch vorstellen, die Amerikaner denken erstmal und in erster Linie an sich selbst. Und die Fed denkt vor allem und die Politik denkt, und das war der Auslöser dieser monetären Wende, dass die Inflation viele Amerikaner aus der Kurve haut, die dann nicht mehr konsumieren können. Und wenn die amerikanische Wirtschaft ein Problem bekommt, ein richtiges Problem bekommt im Konsum, dann ist vieles verloren. Und das wissen die Politik und das weiß vor allem die Fed. Deswegen versucht man eben diese Inflation zu bekämpfen. Wenn der Effekt ist, dass das China praktisch in die Bredouille bringt, dann nimmt man das gerne in Kauf. Aber ich glaube nicht, dass das das ursprüngliche Motiv ist dieser Politik, sondern die Amerikaner denken zunächst mal eben amerikanisch, denken an sich, denken an ihre eigenen Verhältnisse. Was müssen wir tun, damit wir vor allem jetzt diese Inflation nach unten kriegen? Und Rosenberg zeigt hier ja auch nach meiner Auffassung zu Recht, weil man eben diese nachlaufenden Indikatoren praktisch absolut setzt, hat man eben auch die Inflation nicht gecheckt. Bis September, Oktober 21 hieß es transitory, die Inflation. Also daran sehen wir doch, was da schief läuft. Jetzt haben wir gesehen, was an den Märkten schief läuft. Hier sehen wir etwa mal die Finanzwerte. Absolut überkauft im Vorfeld der FED-Sitzung, dann sind die noch weiter gestiegen nach dem Statement der FED, also dem schriftlichen Statement, und dann booms, kam Paul, und hier sehen wir diesen unten, wie praktisch hier diese Aktien dann durchknallen aus dem Finanzsektor. Der Finanzsektor dürfte jetzt der gefährdetste sein, der ist super gelaufen, hat große Höhen erreicht, ist jetzt sehr, sehr einsturzgefährdet sozusagen, weil schlichtweg die FED und vor allem Powell kein Pivot macht, sondern ein Pivot in Richtung noch hawkischer gemacht hat. Hier sehen wir auch den Dow Jones Bullish Percentage Index, hatte ich gestern darauf hingewiesen, am Anschlag, dass da nicht mehr so wahnsinnig viel kommen konnte, war da durchaus wahrscheinlich. Und dass wir neue Tiefs sehen werden, nicht garantiert, aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, als dass das nicht der Fall sein wird. Sehen wir an zwei Dingen nach meiner Auffassung hier, Ron Walker auch wieder mit guten Charts. Wir sehen hier die Divergenz zwischen dem S&P 500, der neue Verlaufshochs gemacht hatte, während das eben die Junk Bonds nicht gemacht haben. Das ist immer ein sehr, sehr wichtiges Parameter und wir sehen, dass da jetzt Stress kommt, auch in den Junk Bond Markt. Der wird allerdings nicht explodieren. Ich erwarte keinen 2008er Crash in der Dimension, wirklich mit totalem Kontrollverlust. Aber ich erwarte, dass da noch Schmerz kommt. Und wir sehen hier vor allem in Sachen Konjunktur Dow Jones Industrials und Dow Jones Transports divergieren total. Die Transportwerte haben das überhaupt nicht mitgemacht. Das zeigt, dass die Konjunktur der Amerikaner absaufen wird. Das dürfte, hier ist natürlich Amazon, spielt hier eine gewisse Rolle, klar, aber in den USA gibt es natürlich auch viele andere Transportunternehmen. Und hier sehen wir also, dass diese Divergenz, die sich immer, hier sehen Sie oben in dem Chart, zweimal hat sich das negativ aufgelöst. Das heißt, wenn diese Divergenz aufgetreten ist, dann haben wir in der Folge neue Verlaufstiefs gesehen. Und das ist wahrscheinlich diesmal auch der Fall. Wenn es gut läuft, dann könnten wir höhere Tiefs sehen, also praktisch beim S&P 500 etwa nicht mehr die 3500er Marke unterschreiten. Aber schauen Sie mal diese Situation an. Wir haben hier praktisch eine katastrophale Stimmung der CEOs in den Unternehmen, die ja wissen, was kommt, die sehen können, was
da an wirtschaftlicher Entwicklung kommt. Da ist die Stimmung schlechter als auf dem Tiefpunkt des Corona-Crash, aber der S&P 500 eben deutlich höher noch als auf dem Tiefpunkt des Corona-Crash. Das zeigt so ein bisschen das Dilemma. Hier sehen wir, Elon Musk wird wohl am Freitag die Hälfte aller Twitter-Angestellten feuern. Und der will jetzt doch offenkundig diese 8 Dollar verlangen. Vorher waren es ja 20 Dollar, dann hat er sich da so ein Twitter-Duell geliefert und hat gesagt, okay, dann vielleicht 8. Und hier sehen wir Alexandra Ocasio-Cortez, die unter diesen 8 Dollar natürlich extrem leiden würde, damit man so schön sein Häkchen da behält. Also das ist, naja, sagen wir mal so, das soll jetzt am Montag kommen. Ob das Ganze wirklich funktioniert, sei mal dahingestellt. Geopolitik jetzt noch mal kurz. Kim.com sagt, und die Russen sagen, ja, wir sagen die Briten, wir wissen, die Briten waren es, sagte der Kreml. Jetzt sagt Kim.com, die bereiten jetzt eine Veröffentlichung vor, wo sie Belege vorbringen wollen, dass die Briten es gemacht haben, wahrscheinlich mit Zustimmung der Amerikaner. Das wird interessant, ob das wirklich so kommt, wie Kim.com hier postuliert. Angeblich hat ja Liz Truss dann an Blinken die Nachricht geschickt, the job is done, aber das könnte geopolitisch dann nochmal eine interessante Situation werden, die hier zu gegenwärtigen ist, ebenso wie in China, wo wir heute einen ganz schwachen Kaixin-Einkaufsmanager-Index hatten, Services 48,4, also deutliche Kontraktion. Hier sehen wir mal die Foxconn-Anlage hier in Zhengzhou, die praktisch jetzt quarantiniert ist. Ziemliches Chaos, weil die Arbeiter versuchen, aus dieser Quarantäne auszubrechen, rauszukommen. Wir haben einen Artikel geschrieben von unserem China-Kenner. Gibt es Anzeichen, wirklich Anzeichen für eine lockere Corona-Politik? China vor dem Ende der Corona-Politik unbedingt empfehlenswert, denn das ist für uns extrem wichtig, ob da etwas kommt oder eben nicht kommt. Und auch wichtig, Juniper macht mal eben 40 Milliarden Verlust, wie man heute gemeldet hat. Jetzt sagt ein Kommentator bei Finanzmarktwelt, Staat ist mit 98% an Juniper beteiligt. Das Unternehmen macht gewaltige Verluste beim Einkauf vom teuren Fracking-Gas. Unsere Regierung aber weigert sich, Fracking überhaupt nur ins Auge zu fassen, obwohl wir auf Vorräten sitzen, die uns über Jahre den Umbau zu erneuerbaren Energien finanzieren könnten. Wenn Ideologie Ökonomie dominiert, dann lieber zu Mondpreisen und großen CO2-Ausstoß, Fracking-Gas aus fernen Kontinenten ordern. Das kann uns doch wirklich keiner erzählen, dass das sinnvoll ist, dass das wirklich grüne Politik sein soll. Ich verstehe es nicht, grün wäre Fracking zu machen, das schon unter deutlich weniger Chemikalieneinsatz passiert als zum Beispiel früher oder vor allem teilweise immer noch in den USA. Das heißt, das, was wir da gewinnen würden an Gas, wäre auf jeden Fall für die Gesamtweltbilanz CO2 besser als das, was die meisten Amis machen, in anderen Ländern schon mal dreimal. Also das ist wirklich dieses Scheitern dieser Energiepolitik auf den Punkt gebracht. Deswegen zweite Empfehlung, Juniper macht 40 Milliarden Euro Verlust und ich empfehle mich jetzt auch und sage Ihnen Servus und Ciao.